Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Proteinriegel-Test, wo wir uns zwei grüne Proteinriegel anschauen. Und zwar den MyProtein 7 Layer, heißt ja gar nicht mehr 7 Layer, Layered Matcha und den Key Lime Pie von Warriors. Ich habe einfach irgendeinen Titel gesucht, ehrlich gesagt, um diese beiden Riegel zu testen. Das Thema ist grüne Proteinriegel und wir schauen sie uns jetzt zusammen an. Ja, den Warrior Proteinriegel habe ich schon mal in einer anderen Sorte getestet, beziehungsweise Warrior Crunch. Die sind wirklich gut, weil sie mich an die PhD Bars erinnern, also leckere Riegel, auch so von der Textur, Schoki, Crunch, fester Kern, Soße bzw. Creme drin oder Karamell. Sehr, sehr gelungen. Key Lime Pie ist ein Traditionskuchen aus Key West, Florida. Beziehungsweise nicht Key West, keine Ahnung, jedenfalls Florida Keys, so wollte ich eigentlich sagen, von den Florida Keys. Und das hier ist ein Matcha-Proteinriegel mit, Matcha. Layered Thread Without the Cheat. Oder eine Cheat, Treat Without the Cheat. Oder heißt es Thread? Ne, Thread ist ja die Trick or Treat heißt es so, ne, eigentlich. Also Treat Without the Cheat. Ach ja. Warum muss sowas immer als Werbung gemacht werden? Wenn die etwas schmeckt, wenn etwas süß ist, wenn etwas Zucker hat und Fett, dann ist es gleich eine Sünde. So kann man Sachen verkaufen an Essgestörte und Leute, die glauben, dass Zucker der Teufel ist. Wir gucken jetzt mal drauf und überzeugen uns von dem Geschmack eines Matcha-Proteinriegels. Das ist eine Premiere, gab es hier noch nicht. Hier übrigens mal Matcha-Pulver, den ich mir mal vom Asiaten gekauft habe. Weil ich da mal irgendwann eine Zeit lang dachte, ich bin jetzt mal voll gesund und trinke mir mal einen Matcha. Schmeckt wie Brokkoli mit Milch, finde ich. Wenn man so eine Matcha-Latte macht. So ganz fein gemahlener grüner Tee. Das ist Matcha. Ist auch recht teuer, muss ich sagen. Der hier ging jetzt noch, aber ich glaube, der hat auch 10 Euro gekostet. Aber das ist billig gewesen für die Menge. Oder preislich noch akzeptabel. MyProtein Matcha. Die Zutaten, ordentlich. Ist auf jeden Fall auch gefärbt, habe ich hier schon gerade irgendwo gesehen. Deswegen wird die grüne Farbe wahrscheinlich nicht nur von viel Matcha kommen. Ihr könnt das gerne pausieren. Das ist mir ehrlich gesagt zu lang, um das durchzuschauen. Wichtig sei erwähnt, wir haben Milchproteinkonzentrat, wir haben Whey. Wir haben aber auch Kollagenhydrolysat. Und dann haben wir Isomalt-Oligosaccharide als Ballaststoffe. Und genau, die schreiben es zum ersten Mal drauf. Ich habe zum ersten Mal gesehen, hier ist quasi in Klammern der Begriff, ja, das gilt irgendwo als Ballaststoff, aber es kann Glucose daraus hergestellt werden und ist damit nicht insulinunabhängig, sondern Insulin wird ausgeschüttet bei Isomalt-Oligosacchariden, was damals durch Quest hauptsächlich vermarktet wurde als Low Carb oder Low Sugar, ja, aber nur weil du den Zucker nicht isst, heißt nicht, dass der Zucker nicht in irgendeiner Form im Körper doch zumindest entsteht oder abgebaut wird aus dem, was drin ist. Ne? Denn das ist jetzt nicht das Gleiche, aber Stärke, also Mehl, ist in gewisser Weise auch irgendwo ein Zucker, wenn abgebaut wird, oder ein Monomer. Ne? Also das kann da auch drin sein. Je nachdem, wie ein Kohlenhydrat zusammengesetzt ist, können da auch Glukoseteile drin sein oder es wird irgendwo gebildet im Stoffwechsel. Sojaprotein, Nuggets sind drin und so weiter und so weiter. Hier Spirulina-Coating. Okay, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Denkt dran, wenn ihr MyProtein kauft, bitte wartet auf Angebote. Man kriegt die Dinger hinterhergeworfen manchmal im Angebot. Also absolut nicht wert, den normalen Preis von irgendwie 2,50 oder so bezahlen. Die kriegt ihr manchmal für 1,20 Euro hinterhergeworfen. Zahlt nicht den normalen Preis, tut es nicht. Wartet lieber. Da seht ihr auch mal, was da für Margen drin sind. Sieht aber so, was, ich sag mal, was draufsteht, wird hier zumindest optisch versprochen. Grün, grün und oben irgendwie so schimmelig grün. Und dann so Crispies. Die Nährwerte müssen wir angucken. Schmeckt jedenfalls nicht wie Matcha, sondern einfach nur... ich weiß nicht, wonach es schmeckt. Es ist süß. Aber ich weiß nicht, was es ist, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Deswegen 1,20 Euro bezahlen. Mehr bitte nicht, dann könnt ihr auch sonst nach DM gehen. Da schmecken die, oder nach Rossmann, da schmecken die Riegel. Auch fürs Geld. 13 Gramm Fett, Ballaststoffe 13, Proteine 33, Kohlenhydrate 80, 13, ach,
80. 30 und davon aber eben nur 4,3 Gramm Zucker. Salz 33 Gramm Eiweiß. Ja, soweit Standard. Geschmacklich höchstens Standard. Also, wenn ihr sie wirklich günstig bekommt für 1,20, da kann man das mitnehmen, aber dann gibt es auch bessere Sorten von denen. Die haben aber inzwischen die Rezepturen auch geändert bei vielen, von daher nehme ich, könnt ihr zwar noch in meine alten Videos reinschauen, aber ob das Fazit bei den neueren Riegeln noch so sein wird, das lasse ich jetzt mal offen. Und gucken uns jetzt den mal als erstes an. Guckt euch mal an, wie geil grün er ist. Das wird hier auch gehalten, was draufsteht. Und die Zutaten sind so lang, dass wir uns auch hier mal nur wieder auf das Wesentliche beschränken. Es wird mit Maltit gesüßt. Kakaobutter, Vollmilchpulver ist drin, Emulgatoren, es ist natürliche Bourbon-Vanille-Aroma drin, eine Karamellschicht mit Zitrusgeschmack und Ballaststoffen, eine Ballaststoffschicht, Polydextrose, Kondensmilch, Kakao und vieles mehr. Wo sind denn mal die Eiweiße hier? Wir wollen nur wissen, wo die Gains sind. Okay, also diese Schicht ist 17%, dann kommt danach jetzt irgendwo dann mal... Hier Milchprotein und dann kommt Kollagenhydrolysat und dann kommt Soja. Also es ist mehr Kollagenhydrolysat drin als Soja. Wenn 30% oder 33% Eiweiß drin ist, Milcheiweiß ist weniger als 17 drin. Also es kann schon nicht wenig Kollagenhydrolysat drin sein, sei hier gesagt. Also über 8% und unter 17. So, das kann man sagen. Wir haben 31 Gramm Eiweiß, 351 Kilokalorien, 16 Gramm Fett, Kohlenhydrate, ganz wenig, beziehungsweise kein Zucker, meine ich, weil Maltitol ist hier das Kohlenhydrat, hier 21. Ein paar normale Kohlenhydrate sind drin, 3,2 plus das ist dann 24, Dings. Das zieht ihr dann ab von 28, dann habt ihr 3 und ein paar kaputte normale Kohlenhydrate. So, jetzt aber hier. Cool. Ne, auch wie die PhDs, außen dick Schoki mit Crispies, dann eine Creme und dann in die Füllung. Wo geil. Wow. Die Dinger hier sind richtig knusprig, die Zuckerperlen. Boah, was ist das denn für ein perverser Scheiß? Der ist aber lecker. Der schmeckt wirklich wie ein Zitronenkuchen. Wow. Mann, ist der gut. Der ist richtig gut. Der schmeckt wie etwas, was ich kenne. Was jetzt nicht unbedingt, ich habe auch noch nie einen Kielampai gegessen, aber er hat eine richtig geile Note nach Limette. Und der schmeckt wirklich irgendwie nach Kuchen. Und ich kenne dieses Aroma irgendwoher. Ich weiß nicht woher. Es hat wirklich diesen so ein Kuchenaroma. Und das in Verbindung mit der Limette. Das ist richtig, richtig gut. Er sieht gut aus. Er hat eine schöne Konsistenz, ne? Schoki, weich, feste Masse innen drin. Überall knacken die Zuckerperlen. Ja, ich würde sagen, er gibt ihm voll. Super lecker. Nö. Und probiert ihn unbedingt mal aus. Das ist ein ganz, ganz großartiges Ding, sage ich. Ich muss zu Ende kommen. Woher kenne ich das auch? Ich kenne es irgendwoher. Ich kenne es. Das Ding ist episch. Es ist saulecker. Einer der besten Riegel, die ich in letzter Zeit gegessen habe. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ihr könnt mal gerne bei Beastmode reinschauen. Da habe ich den her. Und mit dem Code FOODLOVE spart ihr auch 10%. Ich drücke euch die Daumen, dass er nicht ausverkauft ist. Das Ding ist geil und ich muss selber, glaube ich, nochmal für Nachschub sorgen. Ja. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Gerne eure Meinung zu Warrior Crunches in die Kommentare. Abo nicht vergessen und Daumen nach oben als Support für mich. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.